Nein, dass im Zusammenleben Veränderung braucht, damit Gemeinschaft gelingt. Als großes Nein hingegen gab es das Beispiel, dass jemand im Bus neben einem sitzt, der unangenehm nahe rückt, oder der intensive Blickkontakt eines Fremden, bei dem das Kind sofort ein komisches Gefühl hat. Dieses sollte klar als großes Nein erkannt werden, nicht verhandelbar. Jahre später ist dann das Nein eines Teenagers etwas anders gelagert. Ich erinnere mich gut, dass mir damals das ablehnende Nein meines nun 18-jährigen Sohnes nahegegangen ist. Immer wieder muss man sich da vor Augen führen, dass das Nein eines Pubertierenden gegenüber den Eltern ein Ja zu sich selbst ist. Der Teenager entwickelt seine eigene Identität, indem er sich barsch von den anderen abgrenzt. Wir alle sind als Erwachsene täglich viele Male in Situationen, in denen wir zwischen großen und kleinen Neins, freudigen und wackeligen Ja's differenzieren müssen. Und wenn wir ehrlich sind, ist es gar nicht immer so eindeutig. Doris Schretzmeier ist Schauspielerin und Autorin.